besteht also aus Mieter und Klippen. Können wir nicht landen. Wie ist das zu mysteriös? Kommen wir doch im Leben nicht hoch. Das kann auch nicht gewollt sein. Das ist die Barriere. Komm auch zu Fuß nicht durch. Äußerst merkwürdig. Dann lassen wir das mal halt. Dann machen wir mit der Hauptquest jetzt weiter. Bevor wir jetzt die Wände rennen. Eine Schnellreise. Wer hier wohl wohnt? Ich meine, vielleicht wären gewisse Gebiete und gewisse Altarmauern. Das sollte ich untersuchen. Nach Spielfortschritt entfernt. Das wäre durchaus denkbar. Dann würde ich mal sagen, auf in die Karte und mal. Folgen wir der mysteriösen Quest von den Gemälden. Den wollen wir noch nicht wissen, wohin uns das genau führt. Durch die offene Haupttür. Können wir darüber reden? Die immer noch. Nicht so von außen ist und draußen so geschmückt. Ich sollte mal auf der Map das die Markierung rausnehmen. Thank you.
So, einmal hier entlang. Hier steht ein großer Baum. Die Erfahrung zum Geheim müssen wir dafür hier raus. Die Christmarkierungen werden auch immer obskurer. Gerade im Kreis ist das, was wir tun. Wir laufen jetzt wieder zu dieser Brücke hin. Auf zur Kartenkammer. Machen wir eine Schnellreise. Was soll denn auch der Unfug, wenn wir da die Questmarke folgen? Willkommen zurück. Hallo Professor, es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja, ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment, ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut, ich finde schon einen Weg hinein. Gut. Ich werde sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Im Büro des Schulleiters. Das ist spannend. Wie bekomme ich Zugang zum Büro des Schulleiters? Vielleicht kann mir Professor Fig weiterhelfen. Du bekommst die Questbezeichnung. Die Schulleiterin spricht gleich eine doppelte Bedeutung. Das ist nicht doppeldeutig. Und ich ahne schon was auf mich zukommt jetzt. Wir haben nämlich die Materialien schon. Ich wollte es im Stream noch nicht sagen. Und wir haben schon so eine Zutat mussten wir schon für einen. Ich habe da dann danach mal nach gegoogelt. Wunderbar. Welche Tränke man denn Flussgras braucht, nachdem wir das in der Quest so den gemacht haben. Und da ist mir. Es gibt dann einen bestimmten Trank für den Flussgras, ein wesentlicher Bestandteil ist. Und da dachte ich mir, da habe ich schon so einen leichten Verdacht bekommen. Oh, gleich die nächste. Nächste Schlüssel.
Na, da bin ich mal gespannt. Ins Direktorbüro. Das Schulleiterbüro aufzubrechen. Revelio. Aschenurne. Diese besondere Urne soll Gerüchten zufolge einst folgende Inschrift getragen haben. Pionier im Drachenziehen. Hätte nicht mit dem ungarischen Rundschutz anfangen sollen. Ja? Da hat jemand einen ungarischen Rundschutz versucht zu ziehen. Als allererstes. Auf zu Professor Fitch. Revelio. Haben wir die schon? Scheinbar ja. Die Hauskatze von kurz. Hab ich neulich erst in einem anderen Video gesehen. Ja, im Badezimmer der Frontstelle waren wir auch schon drin. Das hatte ich aus den Filmen schöne Erinnerung. Mit bunt spritzenden Fontänen. In Büchern vor allem besser beschrieben. Hier ist eine Quest. Eine Clue-Quest. Nehmen wir gleich einen Fiesamftrank bauen. Jetzt hab ich's verraten. Jetzt hab ich's gespoilert. Die Vermutung war naheliegend. Und Professor Fick. Professor Fick, die Hüter haben mir den Ort der nächsten Prüfung gezeigt. Hat sich etwas geändert? Lord Gok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen, wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei der Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lord Gok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lord Gok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht, im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne den Hauselfen des Schulleiters nicht. Wird er überhaupt mit mir sprechen? Er ist sicher sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige. Einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black. Hab bis ich's vermutet. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert die Zubereitung nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Oder da weiß jemand mehr.
Schreck. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Okay, wir dürfen als der Schulleiter durch Hogwarts laufen. Wir können nicht zaubern. Schade, Mann, verdammt. Ich würde zu viel Schaden anrichten. Wir dürfen nicht zaubern. Das ist sehr deprimierend. Vielleicht können wir trotzdem etwas umher leuchten. Professor, hätten Sie einen Moment Zeit? Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut. Ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Schicken Sie bitte einen Schüler mit einem großen Fass, auf dem mit großer Farbe Furunkel getrunken steht, durch die Schule. Stark und stolz, Reinblüter. Die Zukunft gehört Ihnen. Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann... Ich dachte, ich hätte den Schulleiter gehört. Gareth. Mr. Weasley, was machen Sie hier? Müssten Sie nicht, irgendwo sein? Ach, Professor, ja, natürlich. Es gibt viele Orte, an denen ich momentan lieber wäre. Brauchen Sie etwas von mir? Ich suche meinen Hauselfen. Haben Sie ihn gesehen? Ah, das einohrige Kerlchen. Ich habe ihn vor ein paar Minuten auf dem Weg zur großen Halle gesehen. Schwärmte von Ihrem, guten Benehmen, Sir. Ich habe Sie im Auge, Mr. Weasley. Laut Mr. Redding vom Honigtopf sind kürzlich einige seiner Billywick-Stacheln verschwunden. Eine ausgezeichnete Trankzutat. Und ich weiß, Sie haben für Tränke durchaus was übrig. Was? Aber Sir, ich war noch nicht mal in der Nähe vom Honigtopf. Ich... Ha! Schluss damit! Seien Sie versichert, meine Augen und Ohren sind überall. Weitergehen, Mr. Weasley. Katze streicheln. Als Schulleiter. Mike. Wie viel kann ich noch den Ruf von Professor Black versauen? Professor Black will erstmal Musik hören. Ich muss unbedingt mal zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum runter. Ob mir eine freundliche, wenn mir
mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Ja, hier. Oh. Dürfen wir bitte? Sebastian hier. Och, schade. Fliegt hier noch komplett auf. Die Sebastian antreffen, das wäre echt geil gewesen. Das Spiel hat hier auch ein paar Dialoge mit Weasley gerade schon eingebaut. Ist gewollt, dass wir Unsinn bauen. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Ich vergesse nie, was diese Hufflepuff 1421 gesagt hat. So ein schöner. Die hatte Klasse. Ein paar Schüler ärgern. Das ist Blake. Neulich hat Peeps mein Peter. Nehmen wir die Bibliothek. Sie zu sehen, Schulleiter. Meine Familie. Muss man ins Gewächshaus. Ich weiß nicht, der Fließauftrag hat doch nur eine beschränkte Zeit an Wirkung. Das wird man vielleicht nicht vermasseln. Erstmal und Pflanzen durchnehmen. Okay, schade, sie wird nicht. Schulleiter? Hier? Was will er bloß? Na ja, Omnis. Mr. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler. Vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt es eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Ach, herrlich.
Mit Professor Black stimmt etwas... Im Augenblick habe ich keine Zeit für Sie. Rein gar keine Zeit. Aus dem Weg. Professor, auf ein Wort. Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa. Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat Ihnen Vernunft eingebläut. Und Ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund... So ein Unsinn. Die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Manchmal sind Sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Gute Idee. Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig. Wo ist mein Elf? Pergament? Gut, das werde ich mit Vergnügen. Und ich habe Scrope in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Welchen so viel? Nein. Am Ende fliegt. Ihn als Schulleiter verdient. Wir schaffen es noch, dass Black fliegt. Das nennen Sie glänzende Stiefel? Das geht besser. Auf dem Weg zur eigentlichen Quest schaffen wir es noch, dass Professor Black nach unserer Art zu fliegt. Dann kommt endlich Newts Gemeindeleitung. Oh Gott, Schulleiter. Der ist ja der Nachfolger. Miss Brew, auf ein Wort. Der Nachfolger von Black. Professor, das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die ZAGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom, und Sie werden so unsichtbar wie diese neue Fünftklässlerin. Sie ist nicht unsichtbar, Sir. Hab sie bei der Bibliothek gesehen. Hat mir sogar mit meinen schweren Büchern geholfen. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Mit dem Schulleiter scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ja, definitiv. Ich glaube, wir versuchen uns gerade die Quest einfach durch das uns auffällig verhalten. Wenn es sein muss, wenden Sie sich an meine Sekretäre oder was auch immer. Und nun aus dem Weg. Ich muss in den Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Ich nutze das hier völlig aus. So, erstmal die Hauselfen entlassen. In die Küche. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Was? Breche das Spiel noch. Schade, wir können nicht Revier wirken. Ein willkommener Leckerbissen. Hat jemand. Und ich überrascht, dass der Schulleiter vor ihm stand. Wir versuchen hier alles. Sag nicht, wir können hier rein. Schulleiter macht Kontrolle. Das ist auf jeden Fall sehr sass. Dass die Schule dann nach dem Gemeinschaftsraum rein kann. Und jetzt einfach mal durch die Gegend rennt. So, Griffener Gemeinschaftsraum, wo war der? Können wir nicht reden? Schade. Hey, Pieps. Sollten wir jetzt eher nicht eigentlich reinkommen? Äußerst schade.
Wo ist der Slytherin-Gemeinschaftsraum? Professor Blake ist der Slytherin gewesen. Kerze streicheln. Du verschwendest viel zu viel Zeit. So viel Blödsinn, wir haben so viel Blödsinn gebaut. Professor, dürfte ich kurz stören? Hallo, Professor Blake. Ah, Professor Weasley. Wie, schön, Sie zu sehen. Sir? Ah, da Sie schon mal da sind, könnten wir, uns über Professor Fig unterhalten? Oh. Also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr, Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist zu selten da. Nun, er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte. Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke. Aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut. Das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Was wollt Sie mit uns? Wunderbare Arbeit? Spielraum für Professor Fig? Das sollte Professor Fig Zeit verschaffen. Jetzt hätten wir erstmal eine Rede. Scrope arbeitet so hart wie jeder andere Hauself auch. Achtung, Schüler! Hiermit verfüge ich, dass die große Halle fortan mit den ehrwürdigen Bannern von Hufflepuff geschmückt wird. Ich beantworte derzeit keine Fragen. Oder überhaupt jemals. Großartig einfach. Scrope! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Grope schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrope bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja. Natürlich. Der Meister erinnert sich doch sicher? Es lautet stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Grobes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pur. Ha, danke. Und sprich nie mit mir oder sonst wem über diese Unterredung. Natürlich, Sir. Scrope wird sich bemühen, dem Meister aus dem Weg zu gehen. Der Vielsaft trägt gleich nach. Ich sollte nur noch verschwinden. Das ist nicht gut. Oh,
Nur noch mehr Unheil stiften. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Fig hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Ach, schade. Nur noch mehr Unheil stiften. Aber die Gestalt ist mir deutlich lieber. Dieses als Schulleiters. Wieder mal auf Abenteuertour.